Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Super Smash Bros. Ultimate bei einem weiteren klassischen Modus-Part. Wo wir dann heute als Cloud spielen werden und ja auch als Bayonetta. Einmal ja fährt, fliegt und vernichtet und zum anderen dann ein Requiem der Engel. Okay, eigentlich würde das eher als ein Requiem der Engel sagen, aber hey, wenn sie es so machen will, dann machen wir es jetzt mal so. Bayonetta, lege jetzt mal los und hol dir ein paar Brötchen frisch vom Bäcker. Und dabei hast du natürlich so manche Gegner zu bezwingen. Oh, verdammt nochmal. Okay, das lief jetzt nicht so besonders gut. Aber so machen wir es doch auch nochmal gut. Jo. Ha. Und volle Kraft voraus. Wir schicken dich frei Haus. Und werden dich dann gleich besiegen. Und aus der Arena kicken. Tja, man sollte sich niemals mit einer Lady anlegen. So, 0,6. Naja, Falco ist jetzt eigentlich kein Engel. Nee, nee, nee. Er ist kein Engel. Ganz und gar nicht. Warte mal. Hey, nein! Nicht Bayonetta und Meloetta. Ah, das war nun wirklich übel. Wieso bitteschön hat das denn jetzt so viel Schaden gemacht? Ah. Oh, Menschenskind auch mal. Daneben so. So, ich wähle dich. Finks. Okay. Ah, Sonne. Wir brauchen dich. Ah, verdammt mal. Ah, verdammt. Tja, warum nicht gleich so? Wäre Meloetta jetzt nicht da gewesen hier bei Bayonetta, dann wären wir jetzt sicherlich schon im Fünferbereich gewesen. Übel. So, und du hier, Ridley. Du bist erst recht kein Engel. Aber gut. Ha! Nimm das! Und das! Und erst recht das hier! Bam, 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 bam! Warte mal, ey! Wieso seid ihr hinter mir her? Ich bin nicht euer Feind! Ridley ist es! So. Geht doch. Jetzt räumt Bayonetta sowas von auf. 0,7 Punkte. Wir werden zwar beim besten Willen nicht in den 7er Bereich heute kommen. Mit Bayonetta. Was soll's. Los, Feuer frei. Erst einmal schön viel Schaden machen. Ah! Go, go, go. Ha. Okay. So, weg mit dir. Okay. So, weg da. Ah. Gibt's doch nicht. So, weg. Ah. Boah. So, weg da. Menschenskinders, muss ich erstmal eine Vergeltungsknarre hier auspacken, oder was? Übel, übel, übel. Ja, das war wirklich sehr übel. Aber solange wir nicht down hier gehen, ist mir alles recht. Aber ich glaube, hierbei könnten wir jetzt auch mal wieder... ja, es mit Graf Dracula zu tun kriegen. Ja...
Ja. Es sieht irgendwie danach aus, bei diesem Duell mit Bayonetta, dass wir es eventuell mit dem Grafen der Vampire, Vampiren zu tun kriegen. Okay. Jetzt komm mal hier ganz hoch. Dann erledigen wir dich. Verdammt nochmal. Okay. War zwar nicht so geplant gewesen, aber durch den Smashball, den falschen, konnten wir Meta Knight auch besiegen. Tja. Warum nicht, sage da ich. Tja, aber im Grunde genommen kann ich mit Bayonetta und mit Cloud, der gleich ja sowieso auch noch kommen wird, ja doch ein bisschen ansatzweise gut kämpfen, muss ich sagen. Ein bisschen besser kämpfen ja als mit den anderen, ja. Ein bisschen besser kämpfen. Kann ich wirklich mit denen... komm schon. Verdammt, das hätte jetzt gut laufen können. Es hätte jetzt gut laufen können. Aber nein. Leider. Hatte das jetzt nicht den gewünschten Effekt gehabt. Na gut. Den originalen Pit hatten wir jetzt eigentlich auch noch nicht hier gehabt. Wenn ich das muss sagen darf. Und da kommt er ja schon, wie auf Stichwort. Aber wer wird dann jetzt der Endgegner sein? Wird es wieder mal Oh Gott. So, weg da. Pit Nummer 1. Hauen wir zu Brei. Pit Nummer... Wie, was weiß ich? Erledigen wir jetzt auch gleich mal schnell. Wir erledigen euch alle. Und machen euch Angst und Bange. Yo. Das macht uns ja alle froh. Ho. Gott. Und weg mit euch beiden. Das finden wir ja so toll. Und der letzte der beiden ist auch erledigt toll. Gut. Ja. Palutena. Also damit habe ich jetzt beim besten Willen nicht gerechnet. Aber ist ja irgendwie klar. Ja, aber ist ja irgendwie klar, dass es Palutena ist. Palutena ist ja eine Göttin. Und Götter haben es ja nicht so genau, nicht so gerne mit Hexen. Und Bayonetta ist ja eine Hexe. Eine Hexe mit Stil. Jo, eine Hexe mit Stil ist Bayonetta. Und sie verlangt ja nicht sehr viel. Na, jetzt nicht langsam mal erledigt? Nein! Komm schon! Und weg mit dir! Oder kommt jetzt noch die Meisterhand herbei? Nein, die Meisterhand kommt jetzt nicht herbei. Interessant. Wirklich interessant. Bayonetta hat also keinen richtigen Endgegner. Abgesehen natürlich die Göttin hier. Palutena. Aber gut, da will ich mich jetzt mal nicht beschweren. War jetzt wirklich nicht übel gewesen, das Ganze hier. So. Ja, Ende gut, alles gut. Die gute Bayonetta hat die Engel hier gut erledigt. Barbara.
eine Hexe aus Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Das ist sowieso ein Spiel, was ich gerne mag. Besser und lieber als das erste Paper Mario. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was Clouten jetzt hier für Gegner hat. Und wir nehmen natürlich ja das Advent Children Outfit. Denn jenes Outfit ist ja sowieso ja auch im zweiten Kingdom Hearts Spiel auch drin gewesen. Hm. Im zweiten Kingdom Hearts Spiel hat der Cloud auch schon diese Kleidung gehabt. So, natürlich kriegt es hier mit einigen taffen Schwertkämpfern hier zu tun. Okay. Ah? Okay. Limit aufladen. Voll. Ah, verdammt, das hätte klappen können. Ja, es hätte klappen können, aber. Hey, was soll's? Nein! Oh, das war mies. Okay, das zählt also jetzt nicht. Das zählt nicht, also benutzen wir einen netten Pass hier. Okay. Wir sollten jetzt mit Cloud ein bisschen besser agieren. So zum Beispiel. Gut. Ja, die Leistung war miserabel. Aber ich mag generell auch lieber Stages, die einen festen Boden haben. Also was sich jetzt hier nun nicht bewegt. Na, kommt ihr mal was näher ran? Gut. Ha! Bam! Na, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr, kommt ihr? Hallo, kommt mal. Oh, Menschenskinder, doch mal! Ist das übel! Tja, die Banane hat's mal wieder gebracht. Gott. Bitte 0,8 Punkte hierfür. Okay, 0,7. Auch besser als nichts. Hm. Okay, jetzt geht's wieder los. Wir erledigen wieder unsere Gegner hier mit Bravour. Wow, das war jetzt wirklich sehr gut mit Bravour gewesen. Wirklich sehr gut. Hm, 0,8, wir steigern uns. Ah, verdammt nochmal. Pferd fliegt und vernichtet. Ja, das Ganze hier passt nun wirklich sehr gut dazu. Ja. Okay. Ah, verdammt nochmal. Peach! Nimm das! Und dann jetzt du, Mario! Ha! Perfekt! Woo! Hallo! Lasst euch überraschen, was ich hier auspacken tu. Yoshi werden... wollt ihr hier? Na gut. Hm, eigenartig. Na gut, ich lade mein Limit mal wieder auf. Ha! Komm schon! Ich lade hier mein Limit auf. So gehen wir wieder hier vor. Sowas aber auch. Mann, wenn Gegner überhaupt nicht näher kommen wollen, ist ja wirklich sehr nervig. Aber gut, ich lade mein Limit noch weiter auf. Und nimm das! Manchmal machen die es mir auch wirklich ein bisschen zu einfach. Muss ich sagen. Aber dafür jetzt 0,5 ist nun wirklich mies vom Spiel.
Aber ja, wie ich ja schon mal vermutet habe oder auch gesagt habe, liegt zwar auch ein bisschen auch an der Zeit, die wir hier benutzen für den Kampf. Ja? Okay, komm herbei! Ach, Menno! Oh, verdammt nochmal! Hau ab! Gut. Limit voll geladen. Ein Sieg der Extraklasse. Ah, jetzt kommt auch noch der große böse Wolf. Ja. Hä? Okay, ich sollte jetzt langsam mal hierbei mal wieder anfangen. Verdammt nochmal! So! Hau ab! Oh, verdammt nochmal! Okay, komm herbei! Omnischlag! Geht doch! Das geht doch nun wirklich um einiges besser. Naja, 7,6 ist aber auch nicht so berauschend. Muss ich sagen, Cloud. Aber so allein auch daher, wie schnell er eigentlich auch so rennen kann, ist das sowieso auch einer meiner Favoriten. Oh nein. Okay, das gibt jetzt auch keine Bestnote von dir, Cloud. Ja. Keinerlei Bestnote. Ja, keine Bestnote. Verdammt nochmal. Es hätte eben fast klappen können. Ja, es hätte wirklich eben... Ja, es hätte eben fast klappen... Okay, das klappt jetzt auch nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt eben raus. Zum finalen Fight des heutigen Parts. Möge also das Finale beginnen ge... Oh, nicht schon wieder zwei Meisterhände. Ich bin beim besten Willen nicht so gut, als wenn ich das beim ersten Versuch schaffen kann. Also habt ein bisschen Gnade. Ha! Ah, verdammt nochmal! Ha! Okay. Aber die Meisterhände? Ah, warte mal, nein, das ist ja keine Meisterhand. Das ist ja jetzt doch eher... Warte mal. Okay. Geht doch. Menschenskinders! Nein! Was? Oh, das war mies! Das war wirklich eine miese linke Nummer von den beiden Händen. Und dabei ist eine Hand davon ja bloß Linkshänder. Na, was so? Na gut. Gut. Die eine Hand wurde schon mal
Nein! Erledigt! Und die zweite auch. Alter Schwede, Cloud. Du hast dich hier und da zwar nicht allzu blöd geschlagen, aber hier bei dem Kampf gegen die beiden Hände hätte es eigentlich wirklich noch ein bisschen besser laufen können. Hey, aber trotzdem haben wir 0,7 Punkte dazu gekriegt. Nicht übel. So blöd hat man sich dann also jetzt doch nicht angestellt. Das finden wir doch wirklich super. Ah, und sieh mal an. Die allseits bekannte Final Fantasy VII Mucke. Die Kampfmelodie. Immer dann, wenn ein Kampf wie ein Final Fantasy ist, ist diese Melodie da. Die will ich jetzt einfach mal genießen. Ach ja, das ist doch nun wirklich, wirklich sehr entspannend, das Ganze. Aber so kriegen wir auf jeden Fall nicht die Hauptpunktzahl oder den größten Highscore überhaupt. Nein, überhaupt nicht. Aber es lief ja wirklich jetzt nicht allzu übel ab. Also gehen wir jetzt doch mal zum Finale über. So. Aha. Ich weiß jetzt gerade nicht, was für ein Gegner das jetzt nun war. Oder ob das jetzt vielleicht auch nur irgend so eine Art von, na, wie hieß das jetzt noch? Beschwörungsmonster war. Weiß ich jetzt nicht, aber was soll's. Das Endergebnis kann sich ja sehen lassen. Das eher nicht. Ah, Isaac-Perücke. Naja, warum nicht? Warum nicht, sage ich. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber gut, 7,6 Punkte bei Cloud und bei Bayonetta. Ist nun wirklich nicht übel. Wirklich nicht übel. Und damit kann ich jetzt nun wirklich sagen, ab dem nächsten Part geht es mal wieder rein in den Abenteuermodus. Wo wir dann erstmal versuchen werden, mit Bowser oder mit irgendjemand anderen Graf Dracula den Chaos zu machen. Ich denke mal, ich sollte vielleicht mal wieder mit Samus dann diesen Bossfight machen. Denn Samus kann ja sowieso ein paar Fernkampfwaffen benutzen, ein paar Raketen abfeuern, ein Unibeam, so oder so. Wäre das, glaube ich, die bessere Entscheidung. Aber mal sehen. Auf jeden Fall sage ich jetzt auch nochmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Phantom Heart. Ciao.